Hallöchen, Loot-Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Folge von Conan Exiles. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es freut mich sehr. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Und wir können eigentlich auch sofort loslegen. Es gibt nämlich ein neues Ziel, meine Lieben. Man muss sich immer Ziele setzen in Conan Exiles. Und ich habe mir ein Ziel gesetzt. Und zwar werden wir jetzt so langsam aber sicher auf unser erstes Fraktionspad hinarbeiten. Und das ist die wunderschöne Schlange Ralasha. Ja, Ralasha ist nicht besonders stark. Aber ich denke mal stärker als die Bestie. Und deswegen werden wir das mal angehen. Und es ist sowieso cool, ne, wenn man sich selbst zum Fraktionspad herstellt und levelt und so. Das ist ja doch ein sehr, sehr hehres Ziel. Ich habe mir einen Zettel geschrieben extra dafür. Und es ist eine riesige Liste, kann ich euch sagen. Eine mega, mega, mega Liste. Und wir werden das jetzt so nach und nach abarbeiten alles. Und zwar werden wir anfangen mit der Death Whisper Potion. Und die Death Whisper Potion stellen wir hierher. Genau, ihr seht hier schon, was wir dazu brauchen. Sieht jetzt erstmal ganz human aus. Und dann kommt eben dieser Xadium Metal Bar. Und dann wird es inhuman. Ja, dann wird's kritisch, meine Lieben. Denn dieser Xadium Metal Bar, wir schauen uns das mal eben an hier. Der Xadium Metal Bar kostet 2 Alarican Cores. So. Und das hier ist nicht so wild. Das hier ist wild. Alarican Core wiederum kostet einen Onyx Core, 100 Unstable Substance, 5 Emeralds und jetzt wird's noch lustiger, ein Plague Crystal. So, ja, der Wahnsinn hört nicht auf, ne? Plague Crystals wiederum stellen wir hierher aus Titanium Alloy, Liquid Alarican und auch wieder Unstable Substance. Titanium Alloy, ja gut, das ist kein Problem. Titanium Alloy kriegen wir hin, aber ne, ihr merkt schon, das ist was, da ist man 10 Folgen beschäftigt mit. Ja, ich würde sagen, legen wir los, oder? Alarican Core ist so eine Sache. Warte mal. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wo ich den herstelle. Ich weiß nur, wie viel der braucht. Und zwar einen Haufen, ja? Genau. Ja, wir fangen heute mal an mit dem Onyx Core. Wir haben zwar einen, aber wir wollen natürlich ein bisschen mehr. Onyx Cores kannst du immer brauchen, habe ich gehört. Dementsprechend habe ich schon die Sachen hier zusammengesammelt für den Onyx Core. Wir brauchen pro Onyx Core 100 Onyx. Das ist das hier. Eine Essence of Binding, da habe ich mir schon ein paar hergestellt. 9 Stück, mehr ging nicht. 5 Rubine und jeweils 100 Kobbel. Das ist das hier. So. Und den ganzen Spaß machen wir in der Vulkanschmiede. Das heißt, meine Lieben, es geht in den Vulkan. Jawohl. Ich freue mich. Vulkan ist Spitze. Vulkan ist Liebe. Vulkan ist toll. Was ist denn da los? Hi, Bombardina, ich sehe wenig. Lass mich mal ganz kurz. Warte. Ah, besser. Hi. Wer sind Sie? Kennen wir uns? Der Nachtaugentrank ist lustig. So. Sehr lustig sogar. So, und wenn wir schon mal da sind, dann nehmen wir uns auch gleich ein bisschen Menschenfleisch mit. Denn auch hier brauchen wir wieder für irgendwas. Ich weiß gerade nicht für was. Aber wir brauchen wieder für irgendwas Fragments of Demise. So, das hier ist gerade gestorben, glaube ich. Sag mal, was ist denn hier los? Warum?
Warum bekriegt ihr euch denn alle? Seid Freunde. Ihr sollt euch... Wo sind die denn? Sieht übrigens lustig aus mit dem Nachtaugentrank, muss ich sagen. Was ist denn? Ja, ja, da oben ist... Sind die Schweinepriester? Die brauchen wir jetzt gar nicht mal angreifen, weil... Mit der geschwächten Bestie... Ja, ich würde so gern wissen, wer da gerade... Wer oder was da gerade gekillt wird. Ich vermute mal, es ist wieder irgendein Herold. Aber ich finde ihn ums Verrecken nicht. Was? Warum kriege ich jetzt die AOC-Kampfmusik? Ich möchte keinen AOC-Kampf. Lass mich in Ruhe. Ach, Gott sei Dank, es ist vorbei. Ja, Bestie macht wieder einen super Job heute. Hat die... Ich frage mich gerade, hat die auch nur einen Schadenspunkt bislang ausgeteilt? Oh, Bestie ist wieder am Schlüssel. Wie schön. Ich merke gerade, dieser Trank war überhaupt keine gute Idee. Das ist ja blendend. Mit diesem Trank. Den Effekt können wir, glaube ich, auch nicht abbrechen, oder? Super machst du das Bestie. Ganz langsam, ja. In Hoppelschritten. In kleinen Hoppelschritten näherst du dich an. Ah, es ist einfach nicht schön. Ganz ehrlich, ich muss irgendwann mal... Was ist denn jetzt los? Was ist das denn? Also wenn das so weitergeht... Da brauche ich demnächst echt mal wieder eine Cone Exiles Pause, glaube ich. Es ist ja schrecklich. Die ist auch sonst wo gelandet, oder? Ah ne, die liegt da unter dem Steinnasenkönig. Okay. Ha. Schön. Schön. Es ist einfach toll. So. Hashtag Mitleid für Bombi. Gut, ich würde sagen, wir hüpfen rein, oder Bestie? Bist du am Stissel? Ja. Du hoppelst schon mit, ne? Na, Onyx Cores are crafted at the Volcanic Forge. Ihr habt's gehört. So, gleich ist der Effekt wieder vorbei. Dann, dann sieht das auch wieder alles besser aus, ne? So, und daran seht ihr jetzt sehr gut. Normalerweise wäre der schon tot, ne? Aber mit dem Schaden, den die Bestie jetzt macht... Da! Oh, jetzt ist er wieder zu finster. Können wir denn nicht so ein Zwischending haben? So ein Halbnachtaugen-Gedöns. Wie gesagt, wir brauchen ein bisschen Menschenfleisch. Das nehmen wir auch mit jetzt hier. Der Stein, oder? Ist es der Stein? Ja. Ja, kann nur der Stein sein. Alles gut, ich befreie dich. Dann hüpft er auch noch. Dann trifft er den nicht mal. Ach, komm schon. Ich sitze hier mit einem Grinsen vor dem PC, ich sag's euch. Ich find's mittlerweile schon lustig.
Ich hoffe, die Schlange macht das besser dann. Wenn wir die in 100 Folgen haben. Endlich. Also wir müssen uns echt irgendwas überlegen. Ich meine... dass die Bestie nicht trifft. Geschenkt. Geschenkt. Aber wenn sie trifft, dann musst du Schaden machen. Und das ist halt gerade nicht mehr der Fall. Also das ist echt problematisch. Das ist wirklich problematisch. Wir haben echt ein massives Pet-Problem. Ey. Wo ist denn das Vieh schon wieder? Ist es der Steinbestie? Ist es der Stein? Nee, es ist... es ist der Weg nach oben. Der ist auch schwierig, ja. Kenn ich. Eieiei. Warum droppt ihr eigentlich Wildfleisch und nicht Menschenfleisch? Ey, Bestie, vielleicht ist dir schon aufgefallen, aber du wirst gerade verprügelt. Es ist nur noch traurig. Hey! Ein Level up. Yippie. So, wie kriege ich denn den Boss jetzt da unten down? Einfach das Vieh... Oh, ich sollte mal was trinken. Einfach das Vieh reinschicken. Vorher vielleicht noch... einen Trank schlucken. Nein! Das gibt's ja gar nicht. Sie hat getroffen. Hör mir auf, Bestie. Du spinnst doch. So, pass auf. Fight, ja, ja. Ist ja gut. So. Hey, das ging ja jetzt sogar. Ich bin positiv überrascht. Man muss sich auch mal überraschen lassen können. Respekt, Bestie. Clown. Naja, gut. So. Schmiede! Woo! Uiuiui, was hier nicht alles gibt, ne? Wahnsinn. So. Wir wollen aber das hier. Und ich hoffe, das wird jetzt halbwegs schnell hergestellt. Nicht, dass ich jetzt hier eine halbe Stunde rumstehen muss erstmal. So. 9 Stück. Ja, das geht schnell. Okay, super. Yay! 9 Onyx-Core. Das ist ja Hardcore. Huda! Komm, wenn wir schon mal da sind... Hallo? Wenn wir schon mal da sind, schauen wir uns diese schöne Kiste an. Was für eine tolle Kiste! Meine Lieben, wenn ihr interessiert seid, ja, an solchen schönen Kisten, dann kommt auf unseren Server, alles, was ihr dazu wissen müsst, in der Videobeschreibung verlinkt. Hervorragend, sage ich euch. Nur hier gibt's die besten Kisten. Ach so, ganz vergessen. Entschuldigung.
Und wenn ihr genauso Kistenfans seid wie ich, dann unterstützt mich doch mit einem Like auf diesem Video und schreibt doch auch noch einen Kommentar dazu. Das unterstützt natürlich die Kistenfreunde e.V. Ja, wir sind mittlerweile ein Verein. Kistenfreunde e.V. unterstützt uns, indem ihr dieses Video hier liked und kommentiert. Dankeschön. Zwinker, zwinker. Ich werde hier noch wahnsinnig. Ich werde noch wahnsinnig, Leute. So. Raus hier. Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Raus. So. Wo willst du hin? Bleib da. Du gehst nirgends hin, du Mistvieh. Ich meine, du liebliches Tierchen aus der Hölle. So, wo sind hier eigentlich die Gegners? Sollten hier nicht immer... Haben die sich alle gegenseitig... Nein, haben sich nicht alle gegenseitig umgebracht. Wunderbar. Bestie. Fass. Ach, guck mal. Post, der Giftige. Ist auch sehr auf Twitch aktiv, habe ich gehört, der Host. Der hostet gerne mal Leute. Oh, apropos, liebe Kistenfreunde. Genau. Aber sonst ist hier echt tote Hose, ne? Wo sind denn meine... Wo sind meine Kultfreunde hin? Ich will nicht zu weit hochgehen. Nicht, dass wir... Psst. Nicht, dass wir hier auf die... Das ist doch hier Wraith-Territorium, oder? Ist das nicht das... Warum liegt hier ein Sack rum? Okay, hier ist noch nicht Wraith-Territorium. Vielleicht war da gerade ein anderer Spieler. Könnte das sein? Ich dachte, ich wäre alleine auf dem Server. Klappe! Mysteriös, mysteriös, mysteriös. Wo sind die ganzen Leute hin? Von der Kult-Convention. Ich wollte mich heute mal über Pets unterhalten mit denen, aber offensichtlich geht heute nicht. Die sind alle nicht mehr da. Sind alle schon heimgegangen. Gut, ist auch spät. Wir haben 1.26 Uhr Ortszeit. Naja. Gut. Dann gehe ich halt heim. Wenn es denn sein muss, gibt's halt keine Kult-Convention heute. Schade Schokolade. Ah, guck mal, da ist jemand von den Party Peoples. Ah, das ist nur eine Rüstungsmacherin, was ist denn da los? Aber mit Obsidian... Rüstungsmacherin? Nein, Rüstungsmacher. Entschuldigung. Klappe. Sonst mache ich dich tot. Okay, gut. Wir gehen raus. Genug davon. So, wir haben unsere Onyx-Cores. Illyrican Core. Haha, Bombi, träumen weiter. Du träumst auch von den Weißwürsten. Mein Lieber. So. Da ist er. Da sind unsere neuen Onyx Cores. Und warte mal. Wir haben noch von der letzten Folge was übrig. Könnten wir bitte wieder Dschungelmucke haben? Hallo, Dschungelmucke. Was ist das denn? Ich habe benutzen ge...
Conan Exiles mal wieder verflucht oder was war denn das jetzt? Ja! Geil, Federn. Nice. Federn und Knochen, Leute. Puh. Das habe ich mir. Das wünsche ich mir schon seit Jahren. Federn und Knochen. Das ist der Shit, Leute. So. Ich wollte gucken. Alarican Core. Onyx Core. 100 Unstable Substance. Black Crystal. Der Black Crystal. Der braucht Liquid Alarican. Und Unstable Substance. Wir müssen mit dieser Bestie irgendwie hinbekommen, Unstable Substance zu farmen. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich weiß nicht, wie ich mit dem Vieh Unstable Substance farmen soll. Im Norden. Ey, das wird abenteuerlich, sage ich euch. Wir müssen damit die großen Scorch-Wölfe töten. Vielleicht wurden aber auch die Mobs genervt. Das wäre natürlich spitzenmäßig, ne? Aber ich weiß ansonsten nicht, wie wir das vernünftig hinbekommen sollen. Das wird abenteuerlich. Das ist, glaube ich, was für eine nächste Folge, oder? Grüne Suppe farmen. Ich war mir auch sicher, dass wir noch mehr davon hätten, aber ich glaube, wir haben das irgendwie mal ganz doof ausgegeben für die Black Furnace. Vermute ich jetzt einfach mal. Und ich glaube, ich habe sogar noch großspurig dazu gesagt, hier, wir haben ja genug. Naja. Aber hey, man muss sagen, es hat heute mit Anlaufschwierigkeiten ganz gut geklappt, oder? In der nächsten Folge klappt das dann hoffentlich nochmal besser. Oder vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Also wir haben Alternativen. Ja, das möchte ich auch nochmal kurz betont haben. Wir haben Alternativen zur Not. Wir können natürlich theoretisch die Berufe farmen. Das wäre eine Alternative. Wir können, also über die Berufe können wir dann auch so ein stärkeres Hundi bekommen. Na, das wäre eine Möglichkeit. Das wäre eine Alternative. Eine weitere Alternative wäre, dass ich 2 Wochen lang nur Dailies mache in den Folgen. Das wäre ziemlich langweilig, das würde ich jetzt nicht als Alternative sehen, aber ja, das wäre eine Möglichkeit und dann könnten wir uns das für Pippi Gold kaufen. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, das sind die Möglichkeiten. Das war's. Ich meine, das mit den Dailies ist, glaube ich, tatsächlich etwas, was ich nebenbei machen muss, einfach. Da kommen wir nicht drum rum. Dass wir da arbeiten mit den Dailies. Ach ja. Es ist kritisch gerade, aber naja, vielleicht können wir auch ein bisschen Geld verdienen, indem wir hier unsere Schmelzer-Thralls und so verkaufen mal. Eventuell kriegen wir so ein bisschen Geld rein. Könnte sein, weiß ich nicht. Gucken wir mal. Ja. Gut, in diesem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat und ihr Kisten mögt, dann gebt diesem Video einen Like. Und schreibt mir einen lieben Kommentar drunter. Hashtag Mitleid mit Bombi ist natürlich immer am Stissel, hoffe ich. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit neuen waghalsigen Plänen, um an Unstable Substance zu kommen. Und Blut. Natürlich, Blut geht immer. In diesem Sinne, macht's gut, habt noch einen wunderschönen Tag. Ciao.